Nur jetzt starten wir mit den 5 Übungen: Marschieren, Fliegende, Anfersen, Arme kreisen und den falschen Skispringer. Lasst uns ein bisschen aufwärmen. Wir starten in 3, 2, 1 und auf geht's. Wir starten mit dem Marschieren. Ellbogen zusammen. Ellbogen vorne zusammen mit dem Knie. Sollte für jeden machbar sein. Wenn der Ellbogen nicht bis zum Knie kommt, geht einfach mit der Hand aufs Knie. Easy like that. Und Alternative dazu ist mit der Hand an den Fuß. Und für Michi, die vielleicht einfach noch ein bisschen ambitionierter ist, können wir auch einfach für diese Diagonale einfach ein bisschen im Boxers Run machen. Das ist auch eine mega schöne Übung, wo man einfach ganz easy wechselseitig boxt. Also linke Hand geht, rechte Hand geht mit dem linken Bein und umgekehrt locker nach vorne. Ja, aber ich bleibe heute auch beim Marschieren. Aber wem das zu wenig ist, wer ein bisschen Abwechslung haben will, für den ist das natürlich eine schöne Option. Ganz kurz lockern, wir gehen in die Fliegenden. Wir haben ihn die letzten Male immer in der Horizontalen gemacht, also nach vorne und zurück. Auch heute. Vor und zurück. Wichtig, Schulterblätter weit mit nach vorne schieben und auf dem Weg nach hinten weit mit zurückziehen. Vor und zurück. Das wirklich den Brustkorb weit aufdehnen und weit zurückziehen. Auch hier. Michi, Alternative, geh doch einfach mal in die Diagonale. Ansonsten genau das Gleiche. Einfach mal linker Arm schräg hoch, rechter Arm schräg runter, lang. Diagonal und vor. Diagonal und vor. Jeder kann gerne ein bisschen damit spielen, aber heute mache ich weiter die Geraden. Und kurz lockern. Und jetzt kommt das Anfersen. Also einfach nur einen schönen breiten Schritt. Also breiter Schritt zur Seite und hinten tap, tap, tap. Tap, tap. Immer schön überkreuz nach hinten. Wer jetzt einfach nur so macht, völlig okay. Aber wem das ein bisschen zu langweilig ist, der kann einfach versuchen, hier mehr hinten rüber zu gehen. Je größer euer Bogen ist von der Hüfte, umso mehr merkt ihr, dass ihr den Oberschenkel vorne richtig schön langgezogen bekommt, dass ihr richtig viel Zug auf eure Hüfte kriegt, kommt dann richtig Bewegung rein. Also macht einen schönen großen Bogen hinten rum und nicht einfach nur das Knie minimalistisch hier ziehen, sondern richtig schön außenrum. Großer Bogen. 5 Sekunden noch. Arme kreisen ist das nächste. 5 Sekunden locker. Get ready. Fingerspitzen auf die Schultern. Ellbogen vorne zusammen. Hoch. Großer Bogen außenrum. Ellbogen vorne unten zusammen. Brustkorb wird richtig schön mit rund. Ellbogen gehen so hoch wie möglich. Und dann jetzt außenrum. Zurück. Außenrum. Und außenrum wieder zurück. Da kann man sich so schön bewegen. Man kann auch echt gut hier den Trizeps mit in die Länge bringen und dann außenrum wieder zurückkommen. Dann noch, denke ich, so 3 Kreise. Noch 10 Sekunden zu machen. Zusammen so hoch wie möglich. Und ein großer Kreis. Zurück. Kurz relaxen. Jetzt kommt eure Lieblingsübung, der falsche Skispringer. Stellt euch also schön stabil und breit hin. Die Arme gehen nach hinten, tief in die Knie. Rücken bleibt gerade, Schultern zurück und nach oben lang. Gleichgewicht behalten. Nach hinten, ganzer Fuß steht. Und dann werdet ihr nach oben lang und geht auf die Fußspitzen. Und dann gehen die Arme wieder nach hinten weg. Schultern zurück, Rücken gerade. Versucht hier nicht runter zu gehen. Ja? Also der Po ist weiter unten als der Rumpf. Und hoch. Der Po ist unten und ihr seid hier, ready to jump. Und wieder. Hinten zusammen und lang. Und hinten zusammen. Und lang. 10 Sekunden.
Okay. Das waren lockere 5 Minuten. Kurz entspannen.